Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Silbers Husum. Ich hoffe, das Intro hat euch gefallen. Cool, oder? Ich finde es mega cool. Das hat die Jungs vom LSA Grass Service gemacht. Das habe nicht ich gemacht, das waren die Jungs vom LSA Grass Service. Kennt ihr? Das sind auch diejenigen, welchen die Map bauen hier. Wirklich sehr, sehr cool. Gefällt mir echt gut. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr das auch wirklich cool findet und wenn wir das beibehalten sollen. Und dann kann ich mir das gerne anschauen. So, es hat sich was getan hier. Es ist ein bisschen was passiert. Ich habe mir ein bisschen Zeit genommen und es ist jetzt so, das Feld hier drüben, Feld 49 ist fertig, angesät. Jetzt habe ich gerade noch mit meinem wunderbaren Johnny hier ein bisschen Saatgut dran gebracht. Wir hatten nämlich keins mehr und der hier war leer, da vorne der Kollege. Der fährt mit CP übrigens. Ein CP-Fahrer wurde ja von euch in der breiten Masse gesagt, jo, können wir machen. Oh, oh, so. Alles gut, so war geplant. Ich stehe in dem Brennnessel. Aha. Okay. So, dann gucken wir gleich mal, was wir noch machen. Ich würde halt gerne die ganz restlichen Pickbacks abladen. Und das werden wir gleich mal anfangen jetzt, ne? Load an den Dragon, ja. Ich habe so viele Vorschläge und so viele Mods bekommen. Boah, das ist unglaublich. Aber ich finde es wirklich sehr, sehr cool. Ich werde mich jetzt, wie gesagt, heute oder morgen dran setzen, dass ich so viel wie möglich hier ranbringe. Also so viel wie möglich ins Spiel einpflanze oder einpflege. Und dass wir uns dann am Samstag vielleicht ein, zwei neue Sachen kaufen können. Da habe ich Bock drauf. Da habe ich wirklich Bock drauf. So, ich werde mal die Seile lösen. Die Gurte, nicht Seile, Gurte. Und ich habe ein paar Goldnuggets gesammelt. Wir sind ungefähr jetzt bei 50 Goldnuggets, weil ich fand das hässlich am Hof und so, wenn überall Gold, so diese Symbole drüber liegen, weißt du, so wie hier. Deswegen habe ich die jetzt alle gesammelt. Ja, ne? Finde ich besser. Jemand hat ja auch in der letzten Folge hingeschrieben, ich muss noch Hackschnitzel in die Heizung reingeben. Das ist wahnsinnig nett von dir für den Tipp. Habe ich aber schon gemacht in der Folge. Also vielleicht die Folge zu Ende gucken, dann wäre einem auch aufgefallen, dass ich das auch gemacht habe zum Ende der Folge. Soll jetzt kein Vorwurf sein oder kein Hate, bitte nicht falsch verstehen, aber habe ich gemacht, ne? Habe ich gemacht. So, und dann wurde sich auch gewünscht, andere Anhänger zu kaufen. Ja, da habe ich auch einen Vorschlag bekommen von euch, den Mod habe ich schon länger drin. Und zwar ist das so ein Mod-Pack von Original Mod Hub. Das sind die hier. Ich hätte mir jetzt, wenn das so recht ist, bitte gerne in die Kommentare schreiben, einen so einen gekauft. Und einen so einen. Einmal 15.000 Liter und einmal 11.000. Weil ich glaube, der Stefan hat ja auch einen größeren und einen kleineren. Deswegen würde ich das auch so gestalten. Da kann man natürlich nochmal drüber reden, was hier kommt. Aber ich hätte einen von denen gekauft. Schreibt da gerne mal Feedback in die Kommentare. Wäre ich sehr froh. Ich werde mir die ganzen Kommentare der ganzen Woche, entweder gesagt heute oder morgen, anschauen. Das heißt, jetzt nochmal schnell Kommentare tipseln, damit ich es auch sehe. Und dann werde ich dementsprechend einige Sachen ändern. Einige Mods raus, einige neue Mods rein und so weiter und so fort. Ich habe auch sehr viele umgebaute Mods bekommen. Das wird jetzt schon ziemlich knifflig. Nicht für mich, sondern eher für den Paul, weil da muss er natürlich, oder wird natürlich auch die Modliste hier machen, hoffe ich zumindest. Ich habe noch nicht gesprochen mit ihm. Und da wird halt bei ein paar Sachen privat dabei stehen. Ne? Ich kann es nicht ändern, aber wenn wirklich so viele geile Leute rumlaufen, die mir da Mods machen und die da Kennzeichen umschreiben, bla, und hast du nicht gesehen, ist halt schon ziemlich geil, ne? Das muss ich einfach mal so sagen. So, Alter, wir haben es jetzt, ich sage euch das, wir haben es jetzt 30.05. Mittwoch, 20.52 Uhr, ich habe hier im Zimmer 33 Grad, das ist momentan so warm, das ist Wahnsinn. Ich mag Sonne. Ich bin absoluter Sonnenfan. Aber diese drückende Hitze, das ist etwas, wo ich. Deswegen bin ich auch kein Urlaubstyp, sage ich euch ganz offen und ehrlich. Bin kein Mensch, der sich jetzt von morgens bis abends an den Strand legen kann und schlafen kann in der Sonne. Alter, da bekomme ich sowas von Sonnenbrand und alle möglichen Sonnenallergien, das kann ich nicht ab. Und zweitens ist es mir das viel zu langweilig. So, jetzt habe ich es gesagt, ich bin Anti-Urlauber. So, Mann, ich habe gerade eine WhatsApp bekommen, warte. Okay, war nur von. Ist nicht so wichtig. So. Mal die Big Bags hier runter. Der Gruber steht übrigens noch oben am Händler. Ich habe ihn gesehen, wo ich mit unserem Universal-Einsatzgerät, mit dem John Deere Quad, wie auch immer das du nennen möchtest, war ich oben Saatgut holen, da habe ich es gesehen. Oder habe ich ihn gesehen, den Gruber? Wir haben noch ein paar Big Bags oben, ne? Also wir dürfen ja nicht vergessen, noch ein paar Big Bags abzuholen oben.
Habe ich was gekauft, aber noch nicht abgeholt. Muss ich mal die abladen hier. Gibt's jemanden von euch, der eine gute Ballengabel hat? Ah, nicht Ballen, Paletten. Und jetzt bitte nicht das Zeug von CSZ, weil das ist nicht so mein Fall. Ich mag, die Standard funktioniert einigermaßen gut, ne? Aber speziell, wenn es darum geht, die Sachen wieder hinzustellen und mit der Gabel rückwärts rauszufahren, da habe ich teilweise ein bisschen Probleme, muss ich sagen. Vielleicht mache ich es auch einfach falsch. Du, ich möchte nicht sagen, dass ich so Übermensch bin, der alles richtig macht im Leben. Nein. Aber vielleicht mache ich es einfach falsch. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie man eine Palettengabel sonst nutzen soll, außer mit den Zinken da reinfahren. Anschlag, bis es passt. Du hebst das Ding an, fährst von der Landfläche weg, machst es ein bisschen runter, damit die Sturzhöhe nicht so groß ist, wenn doch was schief geht. Und jetzt, siehst du, jetzt geht das sogar ein bisschen vor. Jetzt ist wieder zurückgerutscht. Also ich glaube gar nicht, dass hier so viel Verkehr... Ah, warte. Oh. Es ist ja so, ne? Habe ich die Schweine am... Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Habe ich die Schweine am Hof? Ich glaube ja. Oder muss ich da irgendwo einen Stall... Ich glaube, ich muss da doch irgendwo einen Stall kaufen. Warte mal. War das... Doch, hier sind meine Schweine. Hallo. Oh, ihr seid ja süße. Kann ich es so machen, dass ich die... Warte, wir haben noch 3 Traktoren. 2 sind da. Das ist halt das... Seht ihr das? Nee, warte mal. Hier sieht man es nicht. Jetzt bewegt es sich nicht mehr. Mann! Manchmal bewegen sich diese Big Bags noch ein bisschen, ne? Aber ich glaube, das ist allgemeines. Oh, oh, Mutti, das war noch nicht geplant. Malheur. Okay, wir holen jetzt einen Anhänger. Ich möchte nämlich das Schweinefutter in den Anhänger reinkippen. Das war nicht meine Idee. Also, das war nicht die Idee dahinter gewesen, was ich gerade machen wollte. Bevor ich wieder so fürchterlich gefailt habe. So, dann nehmen wir uns jetzt einen Anhänger mit, würde ich sagen. Aber einer reicht. Brauche nicht 2 mitnehmen. So. Das heißt, mal gucken, ob die Big Bags da jetzt so reingehen, weißt du? Ich weiß nicht, ist auch Neuland für mich, also keine Ahnung, du. Weil die Schweine brauchen natürlich auch was zu fressen. Ich meine, wir sind gerade dabei, Raps anzusehen für die Schweine, klar. Aber erstmal brauchen die auch was zu essen, ne? Ah ja, bin kurz rausgerannt mit dem Stanley-Messer, hab unten ein Loch reingeschnitten und bin dann gleich wieder in den Traktor gerannt. Hab's nicht gesehen? Ihr müsst ja besser aufpassen, also bitte. So. Das ist alles Schweinefutter, ne? Nee, das Hackschnitzel. Ja, das sind wir eigentlich auch ganz richtig, ne? Weil hier zum Beispiel, warte mal, das kann ich jetzt mal ganz fix machen. Das ist ja unser Hackschnitzel-Lager hier vorne. Da müssen wir mal die Schaufel rausräumen, weil eigentlich ist so geplant, dass die Hackschnitzel hier reinkommen. Ich weiß nicht, ob da ein Trigger verbaut ist. Glaube ich nicht, aber könnte... Ah, könnte aber auch sein, ne? Und dann wird da eigentlich mit der Schaufel werden die Hackschnitzel nachgefüllt. So ist der Plan. Eigentlich. Ich habe beim Stefan gesehen, der stellt manchmal einfach irgendwas ab, ne? Nur für kurz. Nur für ein bisschen. So, jetzt haben wir hier... Wir natürlich die Frontrader-Version mit dem Schnellwechsler gekauft, ne? Klarer Fall, weil sonst müsste ich jetzt mal aussteigen. Das ist nicht so vom Vorteil. Jetzt kommt halt die spannende Geschichte. Wie bringe ich den Paletten jetzt bei, dass die jetzt da runter sollen? Ich glaube, Schubsen. Schubsen ist schon im alten Rom fabriziert worden. Schubsen funktioniert eigentlich auch ganz gut, muss man sagen. Ah, das Coole ist halt mit dem Gewicht... Oh, ich habe vorwärts rückwärts aus. Mit dem Gewicht, das wir hier haben, können wir hier... Sollte man auch ankuppeln können. Sollte man. Warte. Okidoki. Oder ist das eine Kugelkopf? Aber ich glaube nicht. Komm schon. Nee, geht nicht. Ja, schade, ne? Ich habe gedacht, das geht ja nicht so, aber habe ich mich wohl geirrt. Naja. Kann ich alles haben im Leben. Schieben wir den mal ganz. Wow. Komm schon, Deutz, zeig deine Power! Okay. Wir können aber auch den Anhänger mit dem Frontlader dann wegschicken. Also, ne, können wir nicht. Wir können den Anhänger mit dem Schweinefutter mit dem Frontlader zum Händler hochfahren. So ist die richtige Formulierung. Weil da haben wir noch ein paar Big Bags mit, ein paar Big Bags mit Schweinefutter stehen, weißt du? Da könnte man es dann gleich vor Ort einfüllen. Da muss ich das nicht wieder von Pontius zu Pilatus bringen.
Funktioniert das eigentlich auch? Weil die haben ja Spanngurte rum, ne? Also eigentlich müsste das ja auch funktionieren, was ich jetzt gleich mache. Nämlich hier so reinfahren. Und das hier so auf... Ah, guck mal. Es wird ein Schuh draus. So, und jetzt wäre mega interessant, ob das hier ausgeleert wird. Aha, ja. So habe ich das nicht gemeint jetzt. Ich hätte das... Kann ich von Big Bags ausleeren? Geht nicht wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich muss ich die von Anhänger nehmen und... Ha. Warte. Der Werner, wenn ich eine Idee hätte. Warte. Oh, ich habe hier Platz. Genau, jetzt kommt die Überidee. Warte. Wir nehmen uns den Anhänger jetzt, ne? Den können wir ja dran machen ans Gewicht. So. Läuft. Dann fahren wir das Ding mal ein bisschen... Oh, ich sehe gar nichts hier. Fahren wir das Ding mal ein bisschen raus. Sehe ich halt da nicht, ob er vorne streift oder nicht. So. Warte mal, kann ich hier... Ah, das funktioniert. Das ist ein bisschen doof, aber ich werde es jetzt so machen, weil, aus dem ganz einfachen Grund, weil die Big Bags so blöd rumliegen. Ja, meine Schuld, klar. Aber... Jetzt warte mal. Können wir hier so ein bisschen rausfahren, sodass wir hier rüberkommen? Weil da würde ich den Anhänger mit dem Hackschnitzel nicht jetzt da unten reinstellen. Das ist jetzt Quatsch, aber da unten drin abladen, weißt du? Habe ich euch schon mal gesagt, dass der Hof ein bisschen klein ist? Oh, Alter. So, warte mal. Wir müssen hier mal was wegfahren. Das geht so nicht. Wir müssen hier mal ein bisschen Platz machen. Das ist ja hier... Das sind ja hier Verhältnisse, du. So. Machen wir die Plane drüber, ne? Nicht, dass der Vogel drauf kackt. So, okay. Den Anhänger müssen wir dann auch nochmal ausrichten. Vielleicht müssen wir ein paar Mal mit dem Hammer draufschlagen. Die Achse ist, glaube ich, ein bisschen verbogen. So. Soweit, so gut, ne? Oh, wow. Ich höre, wie meine Bremse quietscht. Also die Bremse ist in dem Fall auch gleichzeitig das Pedal zum Rückwärtsfahren. Und die lässt sich etwas härter drücken als wie das Gas. Aber ich glaube... Wir schaffen das. Ich spam die ganze Zeit schon R, ne? Ja, jetzt läuft's. Okay. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir mal die Auswahl für hinten, ja? Und dann machen wir mal den hier. Oder? Oh, das mit der Höhe ist aber auch ein bisschen... Okay, läuft. Haben wir gemacht. So, das heißt, wir haben hier Hackschnitzel drin. Wunderbar. Da können wir hier schon mal den Anhänger wegstellen. Jetzt mal hier stehen. So. Haben wir noch Big Bag? Ne, ich glaube, wie viele Big Bags haben wir jetzt aufgeräumt, ne? Doch, da vorne stand noch irgendwas. Das ist aber Beizeit, das kann draußen stehen bleiben. Das ist nicht so tragisch. So. Jetzt werden wir den Traktor mal hier reinstellen. Also genaue Anordnung der Traktoren, wo der wo stehen soll, habe ich noch nicht gefunden. Aber, nein, wir machen es anders, warte. Und zwar werden wir die Gabel, damit die auch unter Dach steht, hier lassen. So, ne? Wir können aber theoretisch auch die Frontkonsole. Ah, schwierig. Wir nehmen jetzt auf alle Fälle nochmal die Schaufel. Und dann können wir die Schaufel nebenan hinstellen, ne? Damit wir ein bisschen aufgeräumt haben. Das ist schon mal eine richtig gute Idee, wie ich finde. So. Hackschnitzel war ja momentan voll, bin ich der Meinung. So. Okay, dann kann man die hier auch stehen lassen. Okay. So, und jetzt stelle ich den hier rein, dann haben wir das schon mal ein bisschen aufgeräumt, ne? Läuft. Puh, war auch gar nicht anstrengend oder so. Dann nehmen wir den großen Deutz nochmal. Den 681 müsste das sein. Ja, langsam merke ich mir die Traktoren. Werden ganz fix nochmal den Anhänger umpostieren. Umjustieren. So. Die Frage ist nur, wohin sollen wir den jetzt wieder stellen, ne? Also ein Plattform. Ah, stopp. So. Ich habe eine Idee. Guck mal, ob der da reinpasst. Würde ich ihn gerade hier reinstellen, weißt du? Oh oh. Ich habe nicht gesagt, dass es eine gute Idee ist, ne? Aber es passt. Oh oh oh. Aha. Ja. Es könnte passen. Oh, ja, knapp, aber es geht.
Knapp, aber es geht. Gut, ja, wir sind erstmal fertig für heute. War eine spannende Aufnahme auf alle Fälle. Ich danke herzlich fürs Zuschauen. Ich danke herzlich für das Intro nochmal an die LS, an den LS Gras Service. Und wir sehen uns, wenn ihr möchtet, am Samstag wieder. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und bis Samstag. Macht es gut. Ciao, ciao.